Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ganz spektakulären Adventskalender für euch, und zwar ist es der Motel Amio Adventskalender. Und der ist hier. Oh, der ist so schwer. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich stelle den mal ab, weil der ist wirklich schwer, Leute. Ich entferne den Deckel und das ist dann quasi unsere Hinten-Deko, denn ich werde die Produkte neben mir platzieren. Er ist ganz schön gestaltet, weil wir hier auch so ein schönes blaues Muster quasi haben. Ne? Also so sieht das quasi aus. Ja, er ist wirklich sehr groß und sehr schwer. Und oh mein Gott, was ist denn da drei? Die sieht so riesig aus. Es ist ein Boxen-Adventskalender, theoretisch wiederbefüllbar. Und es gibt zwei Varianten. Einmal die Variante, die ich heute mit euch zusammen öffne. Das ist die Premium-Variante für 299 Euro. Und die soll einen Warenwert haben von 410 Euro. Und es gibt auch noch die kleinere Variante, die Classy-Variante für 199 Euro. Und die große Variante ist quasi für zwei Personen ein Geschirrset mit etwas mehr Geschirr und bei der kleineren Variante ist es halt ein bisschen weniger. Ist logisch, ne? Ich habe den zugeschickt bekommen, um ihn euch vorstellen zu dürfen, und deswegen auch ein Code für euch. Das sind 5% Rabatt mit dem Code ComfyClaudi. Und wenn ihr möchtet, ist der Link dazu in der Infobox. Schaut gerne mal rein. Diesen Adventskalender stellt jetzt auch gerade die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place vor. Schaut gerne für eine zweite Meinung bei ihr vorbei. Und jetzt will ich nicht lange schnacken. Ich möchte hineinschauen, aber vorher... Solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal. Da würde ich mich echt drüber freuen, wenn du mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise begleiten würdest. Und jetzt erobern wir den mal. Also der ist echt so schwer. Ich bin mal gespannt, was wir hier drin finden, denn ich habe den noch nie gesehen. Hier ist der 1. Dezember. Ah, okay. Ja, dann hast du das quasi in verschiedenen Kläppchen dann so drin. Hier haben wir so eine Tasse drin enthalten. Die sieht wirklich schön aus. Wir haben keinen Henkel dran. Ich hoffe, dass es keine Tasse ist, wo man sich die Finger dran verbrennen könnte. Ich habe übrigens auch nach Preisen gefragt, aber es wurde mir gesagt, dass es alles Produkte sind, die exklusiv für den Adventskalender hergestellt wurden. Dementsprechend konnte mir das nicht zur Verfügung gestellt werden, aber wir vertrauen einfach mal Motel Amio, dass die dort auch wirklich ehrlich sind und es wirklich 410 Euro wert hat. Die Produkte kommen übrigens aus Portugal. Oh, das sieht auch richtig, richtig, das ist eine Claudi-Tasse. Das ist eine absolute Claudi-Tasse. Da kriegt mein Freund nichts von ab, ne? Area-Tasse, Großmint, steht hier drauf. Und das sieht ja wohl mal richtig schön aus. Sowas mag ich ja gerne leiden. Sehr, 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 sehr geil. Sehr nice. Mag ich. Voll cool. Da geht richtig viel Kaffee oder Tee rein. Jetzt sind wir mal bei diesem riesigen Ding. Ach so, das ist nur da drüber. Ich habe mich schon gefragt, wo die anderen Zahlen sind. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Andere Firmen haben einen Adventskalender in exakt dieser Größe. Oh, das ist cool. Hier sind auch Teller drin. Ich meine, wir sind ja mehr als zwei Personen, ne? Mittlerweile sind wir drei. Aber trotzdem kann man sowas sehr gut gebrauchen. Ein richtig schöner Teller. Mag ich gerne leiden. Ach, dieses, ne, dass es da so gesprenkelt drauf ist, mag ich gerne. Das ist schon hübsch. Es wäre halt richtig nice, wenn man die Sachen dann trotzdem noch irgendwie nachkaufen könnte. Wobei man dann nochmal 410 Euro bezahlen müsste, wenn man noch mehr davon will. Hm. Hier haben wir die Nummer 4. Oh. Das ist auch ein richtig toller, Müsli-Schale steht hier drauf, ne? Cordoma Müsli-Schale Azur. Oh, mega schön dieses Blau. Und guck mal, wie groß das ist. Das ist eine riesige Bowl. Also ja, vielleicht passt da eine Portion Müsli von meinem Freund rein, aber für mich würde die Hälfte oder ein Drittel reichen. Aber auch wie schwer sich das alles anfühlt, das finde ich richtig toll. Ich schreibe euch auch mal rein, was das für ein Material ist. Aber es ist halt hochwertig, das merkst du richtig. Ne? Der 5. Dezember, ein Tag von Nikolaus. Das ist in so einem Papier eingewickelt. Das ist so, ne, Papier halt. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was damals bei Fleischern genommen wurde. Hier haben wir so einen Untersetzer. Süß. Sea Trivet Peach. Ja, das ist so ein pfirsichfarbener Stern, den man so als Untersetzer von einer Tasse verwenden kann. Nutzen wir ehrlich gesagt nicht so viel. Nikolaus darf gerne was Besonderes sein. Dann schauen wir mal in die Nummer 6 hinein. Und die haben was Besonderes hier reingepackt. Es ist tatsächlich auch in diesem Format, wie auch das komplette Geschirr, was ich richtig toll finde. Und das ist eine Duftkerze. Winter Conifer Juniper Pine. Ja, das ist Pinie.
aber tatsächlich auch ein bisschen süß mit dabei. Das finde ich cool. Vor allem, wenn die dann ausgebrannt ist, dann kannst du das ja reinigen und dann auch als Tasse weiterverwenden. Oh, sehr, sehr leicht ist der 7. Dezember. Ist da überhaupt was drin? Oh, ein 30-Euro-Gutschein. Ja, guck mal. Das ist mit einer individuellen Nummer. Dann kann man sich ein bisschen was nachbestellen. Das finde ich praktisch. Auch wenn ich eigentlich kein Fan von Gutschein bin. Also hier steht nichts von dem Mindestbestellwert, ne? Deswegen gehe ich davon aus, dass es keinen Mindestbestellwert hat und dementsprechend auch zu den 410 Euro dazugehört, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ein Soßenschälchen in klein, in Mint. Wie heißt du? Cordoama. Cordoama. Da kannst du ein bisschen Soße reinmachen. Für Dips vielleicht ganz schön. Jo. In der Nummer 9 dürfen wir uns über unser nächstes Stückchen freuen. Unser nächstes Stück vom Glück. Ein Eierbecher. Eierbecher in Lila. Ich glaube so, ne? Und da macht man da sein Ei so drauf. Ich find's wirklich hübsch. Also mein Freund und ich haben letztens auch so nach Geschirr geguckt und sowas könnte definitiv ganz gut bei uns passen. Also generell, ne, dieses ganze Set, was man hier so hat. Mal gucken, ob man das noch irgendwie erweitert bekommt. Oh, in der Nummer 10 darf es mit irgendwas Großem weitergehen. Das hätte ich jetzt hier ehrlich gesagt so nicht drin erwartet. Das ist einfach eine Tasche. Nee, das finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Olla. Es ist süß, ne? Definitiv. Aber in dem Adventskalender, für den ich 299 Euro bezahlen soll, möchte ich wirklich keine Jute-Tasche drin haben. Nein. Die erste Schnapszahl, der 11. Dezember. Oh, das ist auch wieder so eine Servierplatte. Areia Servierplatte S Sand. Okay, so schaut sie auf jeden Fall aus und ich finde sie hübsch. Auf jeden Fall. Nutzen wir sowas viel? Nee. Aber ich finde sie hübsch. Halbzeit, die Nummer 12. Ich wollte schon sagen, ich dachte, das wäre etwas für zwei. Hier haben wir unseren zweiten Sternchenuntersetzer. Huch, Seiya Trivet Beige. Genau, das ist einfach ein süßer kleiner Stern und der andere war ja in Orange oder in Peach. Eine große Nummer 13 befindet sich direkt neben der 2. Vielleicht ist genau das gleiche drin, man weiß es nicht. Ich liebe diese Becher. Die werde ich mir safe organisieren, dass die hier oben stehen bei mir. Oh mein Gott, sind die schön. Ne? Ich finde das auch schön, dass es so in zwei unterschiedlichen Nuancen ist, aber das gleiche Design. Areia Tasse Großsand. Ja, schöne Beschreibung. Da kommt ganz viel Kaffee demnächst rein. Der 14. Dezember enthält unseren zweiten Seiya oder Seiya-Eierbecher in Sandfarben. Das wäre dann was für meinen Freund. Ich nehme gerne das Lila, ne? Sieht auch sehr besonders aus, muss ich sagen, ne? Das ist eine Form, die ich so von Eierbechern noch nicht gesehen habe. Der 15. Dezember. Oh, guck mal, das ist ein Kerzenhalter in Pfirsich, in Sternchenform für solche Stabkerzen. Da muss ich meiner Freundin nochmal Bescheid sagen. Die hatte noch so ein paar von diesen Stabkerzen über. Da bräuchte ich dann vielleicht so ein, zwei Stück von. Der 16. Dezember. Hier haben wir einen zweiten Teller drin, aber das ist nicht ein so großer, sondern ein Araya Teller Klein Mint. Ja, also ich finde, dass die sich auch wirklich, wie gesagt, hochwertig anfühlen, ne? Das ist etwas, was mir persönlich auch wichtig wäre zu wissen, weil, also schon mal Fazit mittendrin, das ist halt so typisch Claudi. Ich würde solche Adventskalender halt auch eh nur empfehlen, wenn ihr sowieso genau so ein Geschirrset gerade sucht, ne? Weil dadurch hat man dann ja auch echt eine Preisersparnis. Ansonsten kaufst du halt die Katze im Sack und dann läuft man Gefahr, dass man nicht alles mag oder so. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Da haben wir doch bestimmt noch ein zweites zu der Nummer 1 drin. Genau. Und das haben wir jetzt in Pfirsichfarben hier auch mit drin. Da steht nicht drauf, was es ist, aber es ist halt auch einfach so eine Tasse, aber halt ohne Henkel. Sieht schön aus, ne? Vor diesem blauen Hintergrund. Der 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Oh, hier ist mal was anderes drin. Das ist so ein Unterteller, glaube ich. Ein Meldes, ja. Miniteller Tief White Water. Ja, weißes Wasser. Das sieht hübsch aus. Das kann man für eine Claudi-Portion Müsli, nee, oder eine Julius-Portion Müsli oder für kleine Sachen. Antipasti oder so. Es kommt mir so vor, als hätten wir nicht alles doppelt hier drin. Das wäre schade, muss ich sagen. Der 19. Dezember. Oh, hier haben wir auch wieder so eine riesige Müsli-Schale. Ich kann mir in sowas aber vor allem vorstellen, dass man sich so eine coole Bowl oder sowas macht, was man so auf Instagram immer sieht. Bin ich immer ganz neidisch über dieses fancy Geschirr. Cordoama Müsli-Schale Rosé, ne? Die gefällt mir. Die finde ich also einfach hübsch. Du kannst da aber auch einfach Suppe reinmachen, ne? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Der 20. Dezember enthält etwas Kleineres. Uns fehlen aber noch allerhand Sachen. Gut, ich brauche nicht zwei Servierschalen, das stimmt. Ein Pinnacle?
Oder was ist das? Da kannst du, oder eine Espresso-Tasse, da kannst du was ganz Kleines draus trinken. Ja, süß. Weiß nicht, was das ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ach so, das habe ich doch noch gar nicht gesagt. Es ist ein Adventskalender, den ich in PR bekommen habe. Also ich habe keine bezahlte Kooperation, aber den in PR bekommen. Das heißt, ich habe mir quasi das Geld gespart, ihn zu bezahlen. Aber muss Steuern dafür zahlen, egal. Ich möchte gerne in diesem Video einen selbstgepackten Adventskalender verlosen. Ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht in der Infobox. Schau gerne mal rein. Meistens ist es, dass du mir in die Kommentare schreibst, was du halt aus dem Adventskalender am coolsten findest. Eine sehr große und lange Nummer 21 erwartet uns jetzt. Oh, haben wir da Kerzen zu unserem Kerzenständer drin? Es ist ein 299-Euro Adventskalender, ne? Hier ist eine Kerze drin. Jo. Die ist hübsch, die passt auch auf jeden Fall zu dem Kerzenhalter, aber ey, jetzt mal ganz im Ernst. Nein, das finde ich nicht okay. Das finde ich überhaupt nicht okay. Damit solche Kerzen halt vernünftig halten, ne, macht man das ja... Mutti uns ja beigebracht, dass man quasi hier unten das quasi so ein bisschen mit einem Feuerzeug macht, dass es hier reinträufeln kann, dann wird es auch weich und dann kann man das so reindrücken. Zwei Tage vor Heiligabend habe ich hier den 22. Dezember. Und Leute, ich wäre sehr traurig, wenn die beiden Teller nachher alleine bleiben würden. Aber immerhin haben wir von diesem ominösen Ding noch ein zweites. Ja, das ist wahrscheinlich eine Espresso-Tasse. Ich vermute es. Der 23. Dezember ist verheißungsvoll groß. Er hat so eine Tellergröße, würde ich sagen. Und zwar von dem kleineren der beiden haben wir hier auch noch einen, wie war dein Name? Areia Teller Klein Mint. Haben wir noch einen zweiten. Sehr schön. Die sind übrigens in der gleichen Farbe. Ganz interessant, ne? Und die Nummer 24 ist so ein riesiges Ding. Da ist sicherlich der große Teller nochmal drin. Tatsache. Und der sieht halt auch exakt genau so aus, also auch farbtechnisch, ne? Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, also dass wir die Teller definitiv auch identisch haben, dass wir die Tassen gleich haben, dass wir diese Geschichten gleich haben. Beide haben zwei Eierbecher, ne? Ich muss aber sagen, dass ich durchaus finde, dass wir hier auch Sachen drin enthalten haben, die einfach nichts in einem 299-Euro Adventskalender zu suchen haben. Wie diese Jute-Tasche, die einzelne Kerze. Auch ein Kerzenständer gehört nicht unbedingt mit rein, auch wenn das so ein bisschen romantisch rüberkommt. Ne? Weiß ich nicht, ob man auch unbedingt Untersetzer braucht. Da hätte ich mir lieber andere Sachen gewünscht. Also klar, das Ganze ist halt eher so auf Keramikbasis, ne? Dass man halt sagt, dass man hier halt nicht irgendwie Gläser reinpackt, war auch halt irgendwie klar. Aber nee, dann hätte ich mir lieber eine große Schüssel noch gewünscht oder so. Dann hätten sie den ein bisschen größer machen müssen. Aber es sind doch einige Produkte mit dabei, die ich persönlich jetzt so zum Beispiel nicht gekauft hätte oder auch eigentlich gar nicht brauchen würde. Und ich finde einfach so einen Adventskalender, wie eben schon gesagt, sollte man sich dann auch gezielt kaufen, dass wenn ihr dieses Video seht und sagt, Mensch, genau das möchte ich haben oder genau das haben wir schon als Set und möchten das erweitern, ne, ist es vielleicht eine ganz gute Idee. Schön sind die Sachen. Die werden auch in liebevolle Hände hier bei uns kommen und wir werden sie sehr, sehr gerne verwenden. Ich gehe vollkommen steil auf diese großen Kaffeetassen. Das ist ein Träumchen. Ja, und ich finde auch generell, die Qualität ist schön. Es fühlt sich gut an und so, aber bei dem Preis muss man halt wirklich wissen, was drin ist und dementsprechend gezielt dann gucken, dass man sich das kauft oder eben nicht. Ne? Wie seht ihr das? Schreibt gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare und dann wäre es das hier von mir gewesen. Achso, denkt an den Code ComfiClaudi für 5% Rabatt, falls ihr wirklich Bock auf den Adventskalender habt und euch das leisten möchtet. Ne? Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.